Ich grüße euch also wieder. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Warhammer Fantasy Game News. Und heute beginnen wir wieder mit Total War Warhammer 3. Und ich möchte nochmal genauer auf die Roadmap eingehen, was wir genau eigentlich alles in der nächsten Zeit bekommen. Denn am Dienstag war ja nur eine Reaktion von mir. Jetzt machen wir hier nochmal ein bisschen eine detaillierte Ausführung. Also wir bekommen mit dem nächsten Patch, der Ende Mai oder kurz danach erscheinen wird, ein Endgame-Szenario für die Chaos-Zwerge. Ja, das riecht auch nach Zwergenkampagne. Dann bekommen wir neue Regiments of Raynon für alle Völker, die mit Total War Warhammer 3 hinzugekommen sind bei Release. Und wir bekommen einen neuen legendären Helden. Welcher das genauer, oder genau gesagt, welcher das noch sein wird, das bekommen wir noch Ende Mai von CA mitgeteilt. Dann bekommen wir das nächste DLC im Sommer, ich vermute hier aber eher Ende August. Und wir bekommen ein Lord Pack DLC mit drei legendären Lords für Siege, Kartei und Kislev. Und außerdem bekommen wir auch wieder legendäre Helden. Das steht hier allerdings bei dem DLC Schatten der Veränderung, da steht hier allerdings einen legendären Helden, also der steht da mit bei und dann die direkt darunter, da heißt es nochmal ein kostenloser legendärer Held, also wir bekommen zwei legendäre Helden, ja einer ist beim DLC mit dabei und einen kostenlosen, hier steht aber schon bei dem kostenlosen ein Frontkämpfer, der vom Herrn der Veränderung verdorben wurde, also ein Nahkämpfer von Siege. Dann bekommen wir endlich die Errungenschaften für Immortal Empires. Dann bekommen wir für Siege, Kartei und Kislev außerdem noch eine Rassenaktualisierung. Dann bekommen wir KI-Updates und Verbesserungen bei den Siedlungskämpfen, was meiner Meinung nach auch notwendig ist, aber was auch noch notwendig ist, ist ganz viel Bugfixing, ja, davon gibt es wirklich eine Menge in dem Game. Dann das nächste DLC kommt dann im Winter und das trägt jetzt, also hier ist jetzt der deutsche Name Throne des Verfalls oder besser gesagt Thron des Verfalls. Ja, das ist ein Lord Pack für Nurgle, Imperium und Zwerge. Und da bekommen wir dann auch wieder drei legendäre Helden plus neue Einheiten plus legendären Held und wir bekommen auch wieder einen kostenlosen legendären Held. Ja, es ist, hierzu gibt es keine Hinweise. Sie haben bereits alle Hinweise, die sie brauchen. Ja, da kann man auch wieder nur herumspekulieren. Und es wird die Nemesis-Krone geben und hier heißt es, das wird sowas ähnliches wie die Klinge des Kane. Ja, zur Nemesis-Krone habe ich hier auch ein bisschen was erzählt. Meine Reaktion könnt ihr übrigens gerne reinschauen. Dann gibt es für Nurgle Imperium und die Zwerge außerdem noch Rassenaktualisierungen. Und finde ich gut, dass sie das Imperium mit einbeziehen. Ist jetzt lange, lange vernachlässigt worden. Und dann mit Update 6.0 gibt es wieder ein neues DLC, das kommt erst im Frühjahr 2024 raus. Und außerdem wieder auch ein gratis neuer legendärer Held. Was uns da erwartet, das können wir nur spekulieren. Wir sehen hier oben auf jeden Fall Slaanesh. Ja. Es gibt einige, die meinen, das ist Khorne, aber nein, das ist Slaanesh. Irgendwas mit Khorne kommt bestimmt danach. Und ja, das ist so das, was wir bekommen. Wie gesagt, meine Reaktion könnt ihr euch gerne auch noch reinziehen. Und jetzt habe ich hier noch ein bisschen Spielzeug gefunden für die Chaos-Zwerge. Und zwar Chaos Dwarfs War Machine. Und das sind wirklich sehr verrückte War Machine, die der Modder da zusammengebastelt hat. Hier seht ihr jetzt zwei Mörser an einem Ding dran. Also doppelte Feuerkraft. Oder hier ein Mörser. Was hat er da hinten dran gemacht? Ist das eine Magma-Kanone? Ja. Also sehr kreativ auf jeden Fall.
Oder ja, hier eine mobile Rakete. Und das gleiche hat er, glaube ich, auch mit der Magma-Kanone gemacht, ne? Ja. Ja, warum nicht, ne? Kann man sich mal geben. Und neue Regiments of Ruinen gibt es auch für die Chaos-Wege, falls ihr noch mehr haben wollt. Habe ich euch auch mal unten in der Beschreibung verlinkt. Kommen wir zu YouTube. Reiki hat ein Video rausgebracht zu Ludwig Schwarzhelm, dem Champion von Karl Franz. Und damit verlassen wir auch schon wieder YouTube. Und wir sind bei Warhammer 40k, wollte ich jetzt gerade sagen. Nein, wir sind bei 40 Jahre Warhammer, wir sind jetzt bei Games Workshop. Hier gibt es einen Artikel zu Deathmaster Snyksch. Der ist ja auch schon wirklich alt. Ja, genauso wie Clan Ashen. Das war, glaube ich, eines der ältesten legendären Lords, die es immer noch gibt. Der gute Snyksch. Ja, dieses Modell hier, das ist übrigens von Age of Sigmar, das ist ein Deathmaster, das ist aber nicht Deathmaster Snyksch. Soviel ich weiß, das ist einfach nur ein normaler Deathmaster. Und ja, den Text hier, den habe ich für euch übersetzt auf Deutsch. Könnt ihr euch gerne reinziehen, der ist nämlich eigentlich auf Englisch. Und die nächsten beiden Artikel, die habe ich auch übersetzt. Ich will die jetzt nicht alle vorlesen, weil das würde hier den Rahmen sprengen. Hier geht es um den Grünen Ritter. Auch eine sehr uralte Legende der Bretonen. Ja, ich scroll jetzt hier mit Absicht runter, falls ihr das alles lesen wollt. Und ja, Bretonen wird es ja auch wieder in The Old World geben. Allerdings besser und ein wenig ausgearbeiteter. Na, besser kann ich jetzt nicht unbedingt sagen. Nur weil die Ritter auch zu Fuß kämpfen können dann. Aber okay. Und Gottschalk und Felix, über die beide gibt es auch einen Artikel. Falls ihr den lesen wollt, könnt ihr das hier jetzt gerne tun. Gut, damit wären wir auch am Ende. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video oder im Livestream.